wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem Montag. Ja, meine Weihnachtsferien sind vorbei. Schade, ich könnte durchaus noch eine Woche länger vertragen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien oder Urlaub, schöne Feiertage mit euren Liebsten. Seid gut ins neue Jahr gekommen und ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ja, meine Weihnachtsferien waren so semi-erholsam, möchte ich sagen. Die erste Woche, klar, war vollgepackt mit Feiertagen und dem normalen Weihnachtsstress, den man halt so hat. So schön ich Weihnachten auch immer finde, ist das halt irgendwie doch alles ein bisschen anstrengend. Unsere Tochter hatte noch Geburtstag zwischendurch, von daher hatte ich quasi einen stressigen Tag mehr. Und jetzt in der zweiten Woche ist dann auch wieder Kita gestartet, von daher hatte ich dann auch so ein bisschen Zeit, mich zu erholen. Das war in der ersten Woche halt leider nicht so. Und ja, so ein bisschen was für die Schule musste ich dann doch auch machen. Ich weiß gar nicht, glaube ich, habe am Mittwoch oder Donnerstag damit angefangen. Ich habe Unterricht für die nächsten 2 Wochen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir neue Stundenpläne kriegen. Von daher habe ich mich erstmal auf die nächsten 2 Wochen bis zu den Zeugnissen konzentriert. Was habe ich noch gemacht? Ich hatte noch einen Stapel Vokabeltest, den ich korrigieren muss. Ich habe meine ganzen Notenlisten jetzt aktualisiert fürs zweite Halbjahr. Was habe ich noch gemacht? Ich weiß gar nicht. Also ganz viel Kleinkram habe ich irgendwie nebenbei so erledigt. Ich habe einen Schüler aus meiner Klasse, der jetzt für die nächsten 2 Wochen als erzieherische Maßnahme bei einer 10. Klasse am Unterricht teilnimmt. Für den habe ich einen Wochenplan mit Aufgaben fertig gemacht. Ich musste noch einen Elternbrief fertig machen für unseren Elternabend bezüglich der Klassenfahrt. Ich habe meine Zeugniskonferenzen irgendwie noch so ein bisschen versucht vorzubereiten. War jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber diese Woche ist sehr, sehr vollgepackt mit, wie gesagt, Zeugniskonferenzen. Und da wollte ich mich dann noch schon ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, ich habe, weil ich ja für meine 7er plane, eine Lektüre zu lesen als letzte quasi Klassenarbeit. Ich habe mir 3 Lektüren bestellt und die habe ich jetzt halt auch noch durchgelesen. Ich glaube, das war's so. Also wahnsinnig viel musste ich nicht für die Schule machen. Ich musste einen so ein Gutachten schreiben und die Teile der Kollegen so ein bisschen zusammensortieren dafür. Das war so ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ging es eigentlich. Mein Gesundheitszustand, man hört's. Ich habe in den Ferien noch Schnupfen dazu bekommen, was sehr schön war, einen Tag vor Silvester. Dementsprechend hing ich Silvester so ein bisschen in den Seilen. Mein Husten ist Gott sei Dank so weit weg, dass ich nachts schlafen kann. Ich muss immer noch zwischendurch mal husten, aber das ist jetzt nicht so das Drama. Mein Schnupfen ist auch schon viel, viel besser. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich einigermaßen fit jetzt ins neue Schuljahr bzw. ins neue Jahr und fast ins neue Halbjahr starte. Ansonsten gab es bei mir eigentlich nichts Spektakuläres. Heute mit den Zehnern. Wir haben vor den Ferien angefangen, im Buch so eine kurze Story, was heißt Story, ist es auch nicht, einen Text zu lesen, inhaltlich dran zu arbeiten. Ich wage zu bezweifeln, dass noch irgendwer von denen weiß, worum es da ging. Von daher werden sie da heute nochmal ran müssen. Ich habe jetzt allerdings eine Aufgabe im Workbook gefunden, wo ich finde, dass sie da inhaltlich vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen können, als wenn wir jetzt nochmal genau die gleiche Aufgabe wie vor den Ferien machen. Und bei meinen 6ern heute, abgesehen von so ein bisschen Orga-Kram, den ich noch erledigen muss, wollte ich mit denen besprechen, wie man einen Vortrag auf Englisch hält. Wir haben ja vor den Ferien, irgendwann vor den Weihnachtsferien, Referate gemacht. Und das war ja ein bisschen schwierig, möchte ich mal sagen. Allein auch das freie Sprechen, das ist denen sehr schwer gefallen. Und dementsprechend dachte ich mir, nutze ich jetzt heute die Englischstunde so als Einstieg wieder in den Englischunterricht, um mit denen mal zu besprechen, wie man denn so einen Vortrag hält. Wir haben dazu ein bisschen was im Englischbuch und mein Plan ist, dass nächste Woche Montag so die ersten paar anfangen, einen Vortrag zu halten, so frei wie möglich natürlich. Ich weiß jetzt schon, dass ich einige Schüler dabei haben werde, die sich vielleicht weigern werden, das zu machen, einfach weil sie sich auch nicht trauen, so frei zu sprechen. Da muss ich mal schauen, was ich da so in petto habe, wie ich das mit denen dann so ein bisschen handeln kann. Aber ich werde euch jetzt einmal kurz zeigen, was unser Englischbuch dazu so hergibt.
So, das ist die Seite bei uns im Englischbuch, Skills Training, Listening to Talks, hier fängt das an. Das hier werde ich allerdings auslassen. Also hier haben wir eine Hörübung, da sollen die Kinder sich halt, sollen sie halt so Phrasen, die drin vorkommen, in die richtige Reihenfolge bringen. Aber das werde ich wohl auslassen. Wir konzentrieren uns nicht auf Listening to Talk, sondern Giving a Short Talk. Hier haben sie eine Mindmap zum Thema My Hobby als Beispiel, wie man so einen Vortrag strukturiert, plant, vorbereitet. Ich bin mir noch nicht genau sicher, ob ich auch das Thema My Hobby nehmen werde. Wäre natürlich schlau, wenn man dann das hier als Grundlage benutzen könnte. Einige meiner Schüler werden dann natürlich wieder erzählen, dass sie kein Hobby hätten, aber gut, da lasse ich mich dann überraschen. Und ja, ich wollte erstmal mit denen unabhängig vom Buch an der Tafel in so einer Mindmap halt auch sammeln, welche Informationen denn reingehören in so ein Talk zum Thema Hobby, wie man das halt vernünftig strukturieren kann. Und dann sollen sie sich mal überlegen, wie sie ihr Hobby vorstellen würden. Also das ist das, was ich jetzt heute mit meinen Sechsern mache. Ich habe heute einen ziemlich vollgepackten Nachmittag, von daher weiß ich nicht, ob ich es heute noch schaffe, euch ein Tagesupdate zu liefern. Ich werde mein Bestes geben und jetzt packe ich zusammen und werde losfahren. Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich euch. Ja, wie ich schon gestern angekündigt habe, gestern Nachmittag bzw. abends, kam ich nicht mehr dazu, was aufzunehmen. Ich war gestern noch beim Kindertouren mit meiner Tochter und dann spät zu Hause. Und wir haben hier momentan so ein paar Einschlafprobleme. Und bis ich hier mit allem fertig war und meine Tochter geschlafen hat, war es dann irgendwie 7:30. Und dann dachte ich mir, verbringe ich halt jetzt noch ein bisschen Zeit mit meinem Mann, bevor ich dann irgendwie 9:00, glaube ich, ins Bett gefallen bin. Ich bin auch ein bisschen müde heute. Ich muss erstmal wieder reinkommen in diesen sehr früh Aufsteh-Flow. Aber ich denke mal, so nach ein paar Tagen hat sich das dann auch erledigt. Heute haben wir Zeugniskonferenzen, aber ich habe das Glück, dass meine erste Konferenz erst um 15.30 Uhr anfängt. Wir machen heute die Jahrgänge 8 bis 10 und da ich erst die 10er habe, bin ich vorher raus. Und wir machen es digital, von daher kann ich ganz entspannt das von zu Hause aus machen. Ich muss nur unbedingt nachher dran denken, meinen Laptop aufzuladen. Und ich werde die Zeugniskonferenz wohl mit meiner Tochter hier irgendwie abarbeiten müssen, weil ich sie dann halt vorher auch schon aus der Kita abholen kann. Aber das wird schon irgendwie gehen. Das sind nur zwei Klassen, bei denen ich anwesend sein muss. Und wir haben 10 Minuten geplant für jede Klasse. Von daher, irgendwie kriege ich diese 20 Minuten schon rum. Und ansonsten bin ich gespannt, wie heute mein Unterricht läuft. Ich werde jetzt bei den 7 dann endlich mal dazu kommen, über die Ständegesellschaft im Absolutismus zu sprechen. Das ist gefühlt schon Wochen her, dass ich denen diese Aufgabe mal gegeben hatte, dass sie sich damit beschäftigen sollen. Also von daher, das werden wir heute bearbeiten. Ich zeige euch gleich einmal, was ich heute sonst noch so geplant habe. Und dann muss ich auch ganz schnell los, weil ich muss noch zur Sparkasse. Ich muss das Theatergeld für unseren Ausflug überweisen. 3 Schüler haben noch nicht bezahlt. Ich gehe da jetzt quasi erstmal in Vorkasse. Die waren vor den Ferien auch nicht da. Von daher finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Aber ich hole mir das Geld auf jeden Fall wieder. Ich zeige euch jetzt schnell, was ich heute noch so an Unterricht vorhabe. So, Englisch Klasse 7, meine erste Stunde. Vor den Ferien haben wir uns mit der McDonald's-Familie beschäftigt. Da sind beide Eltern arbeitslos. Die Mutter wohl schon etwas länger, der Vater ganz aktuell. Und wir haben diesen Text gelesen, uns ein bisschen erfahren, was der Vater beruflich gemacht hat, warum er jetzt keinen Job mehr hat. Und heute soll es darum gehen, was die Familie sich überlegt hatte, was sie denn jetzt machen sollen, damit wieder Geld in den Haushalt kommt. Und als Sprachimpuls wollte ich erstmal mit denen so generell besprechen, welche Option die Familie denn jetzt so hat. Und dann werden wir diesen Dialog hier einmal lesen. Da geht es darum, dass die Familie sich entschließt, ein Bed and Breakfast zu eröffnen. Also wir werden das hier einmal lesen, von mir aus auch zweimal. Dann gibt es dazu eine Aufgabe, True, False, Not in the Text. Das werden wir machen. Und die Grammatik, die in dieser Unit reinkommt, sind Reflexivpronomen. Und da haben wir hier eine kleine Aufgabe, mit der sie sich einmal beschäftigen sollen. Und ich weiß nicht, ob ich, Moment, ich muss hier einmal ein bisschen blättern, ob ich das heute auch noch schaffe, würde ich halt einmal mit denen quasi die Grammatik besprechen, was Reflexivpronomen sind. Ups, das war zu weit.
ja, welche es im Englischen gibt, welche Ausnahmen es zum Deutschen gibt. Und ja, im Laufe der Woche würden wir das dann hier noch einmal üben. Aber das ist jetzt so erstmal das, was ich für die erste Stunde bei meinen Siebenern geplant hatte. Und ja, Geschichte auch bei den Siebenern. Wie gesagt, ich werde die Ständegesellschaft einmal mit denen noch abarbeiten. Da hatten wir ja im Buch einen Text zu, da sollten sie eine Grafik zu abzeichnen. Da werden wir gemeinsam einen ja, kurzen Infotext schreiben. Ich habe nämlich vor, einen Test zu schreiben zum Thema Absolutismus. Und da wäre das ganz gut, wenn sie das schriftlich haben. Und wir sprechen heute über die Gewaltenteilung. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Ich zeige es jetzt einfach nochmal schnell ganz kurz. Als Einstieg wollte ich mit denen einmal unsere Gewaltenteilung, die wir in Deutschland haben, besprechen. Da weiß ich noch nicht, ob die sich da was drunter vorstellen können, aber das erarbeiten wir dann gemeinsam. Und im Buch gibt es einen Text dazu. Da sollen sie dann die Säulen des absolutistischen Staates einmal ja, erläutern und sich dann überlegen. Da meine ich, steht im Text auch drin, für was die Steuern so ausgegeben werden, zumindest teilweise. Und sie sollen sich überlegen, ja, welche Aufgabenbereiche gibt es denn in Deutschland, für was werden unsere Steuern ausgegeben. Und da habe ich dann noch die Homepage vom Bundesfinanzministerium, ist das glaube ich, über die Ausgaben von 2021. Das werden wir uns dann einmal angucken. Und sie sollen dann eine Abbildung abzeichnen, nämlich die hier. Fokussiert die Kamera? Ja. Also dieser Text soll gelesen werden und diese Grafik sollen sie sich dann einmal ordentlich ins Heft abzeichnen. Ja, ich denke, damit ist eine Doppelstunde gut gefüllt und wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Bank, um das Theatergeld zu überweisen. Ja, wie war mein Tag heute? Wo fange ich an? Meine Siebener haben heute super gearbeitet. Die Stunde bestand sehr viel aus Unterrichtsgespräch. Wir haben uns halt, ich hatte euch ja heute Morgen gezeigt, dass wir über diese schottische Familie gesprochen haben, wo die Eltern beide ihre Jobs verloren haben und was sie jetzt für alternative Möglichkeiten sich überlegt haben. Und da haben wir wirklich, ja, recht lange erstmal drüber gesprochen, welche Optionen hat man denn da, was für Probleme können gewisse Optionen mit sich bringen und so weiter und so fort. Und ja, das lief wirklich, wirklich gut. Die waren zwischendurch ein bisschen unruhig. Ich glaube, ich werde da eine neue Sitzordnung machen müssen, was natürlich bei 31 Schülern echt eine Herausforderung ist. Aber da schaue ich dann mal. Die Arbeitsstunde in meiner eigenen Klasse lief super. Also ich war wirklich beeindruckt. Die haben ja dienstags, haben meine Kollegin und ich uns darauf geeinigt, dass sie da nur Mathe machen, weil sie sonst ihre Matheaufgaben irgendwie immer nicht fertig hatten. Und die haben super gearbeitet. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich war wirklich beeindruckt. Das war zwischenzeitlich so ruhig. Nebenbei konnte ich so ein bisschen für die Klassenfahrt Sachen organisieren und ja, Termine versuchen zu planen und zu organisieren. Also das war wirklich toll. Es haben auch bis auf einen Schüler jetzt alle für dieses Theater bezahlt. Dann Doppelstunde Geschichte. Bei der 7-4 ist ja immer ein bisschen anstrengend. Ne? Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, ich habe da so ein paar lebhafte Jungs, die sich oft mit anderen Sachen beschäftigen und ja, öfters auch den Unterricht stören. Und ich finde Doppelstunden generell immer anstrengend, sowohl für mich als auch für die Schüler. Und gerade so, ja, oftmals trockene Fächer, sage ich mal, wie Geschichte zum Beispiel, kann dann echt, ja, vom Gefühl her sich wie Kaugummi ziehen. Heute lief das aber relativ gut. Also in der ersten Stunde haben wir die Ständegesellschaft besprochen. Die meisten hatten auch wirklich von vor Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, die Texte mit dabei. Wir haben uns dann diese Grafik im Buch nochmal genau angeguckt und so. Und das lief echt ganz gut. Und dann haben wir sogar noch geschafft, die Säulen der Macht zu besprechen. Die Gewaltenteilung in Deutschland, mit diesen drei Begriffen konnten sie natürlich nichts anfangen, aber als ich sie so ein bisschen hingeführt habe, sind sie dann auch darauf gekommen, dass das halt einmal die Regierung, die Polizei und die Justiz ist. Ja, und dann sollten sie eigentlich selbstständig Buch und Text lesen und ja, quasi diese Gewaltenteilung für den Absolutismus aufschreiben, aber die hat mit dem Text Probleme. Dementsprechend habe ich dann kurz umdisponiert und habe das mit denen zusammen zumindest angefangen zu lesen. Und auch diese beiden Stunden war wirklich viel Unterrichtsgespräch. Also das war echt ganz angenehm. Es haben sich auch Schüler beteiligt, die das vorher wirklich nie gemacht haben. Das fand ich ganz gut.
ich weiß nicht, ob das jetzt die Angst vor den Halbjahreszeugnissen ist, dass die da jetzt nochmal so einen Motivationsschub irgendwie bekommen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sich das für den Rest des zweiten Halbjahres dann auch so aufrecht erhält, aber da lasse ich mich dann überraschen. Ja, und das war mein Schultag, also soweit ganz entspannt. Was ich ein bisschen anstrengend heute fand, waren unsere Zeugniskonferenzen. Ich hatte meine erste Konferenz laut Plan um 15.30 Uhr. Mein Mann war Gott sei Dank auch schon zu Hause, konnte sich dann also mit unserer Tochter beschäftigen. Und letztendlich gestartet ist die Konferenz, glaube ich, erst nach 16 Uhr. Es gab wohl schon zu Beginn, also um, weiß nicht, 14 Uhr, glaube ich, hat das angefangen, oder 13.30 Uhr, gab es schon technische Probleme, weshalb sich das alles verzögert hat. Gut, gegen technische Probleme kann man meistens nicht viel machen. Dann haben sich um 16 Uhr bei uns in der Schule auch noch die Tafeln alle abgestellt. Dementsprechend war dann meine Schulleitung weg. Die hatten dann auch noch mal technische Probleme. Bild war da, Ton aber nicht und so weiter. Das war halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Hat halt viel Zeit gefressen. Und wir haben quasi schon mal ohne unsere Schulleitung so ein bisschen angefangen, die Zeugniskonferenzen abzuarbeiten. Hat später dann aber doch noch alles geklappt. Und es gab wohl auch wieder Kollegen, die sich an diese 10 Minuten Zeitvorgaben nicht gehalten haben. Finde ich schwierig. Ich meine, wir bereiten die Zeugniskonferenzen vor. Wir gucken uns an, über welche Schüler muss kurz gesprochen werden. Ich muss nicht jeden Schüler erwähnen, sondern wirklich nur die Problemfälle. In den höheren Klassen geht es dann auch um Versetzungen und Abschlüsse und so weiter. Ich verstehe halt dann immer nicht, wie man es nicht schaffen kann, sich auf 10 Minuten zu beschränken. Dann ständig Notenänderungen. Ich verstehe nicht, wieso noch so viele Noten geändert werden müssen. Ich meine, die Arbeiten sind alle geschrieben. Wir mussten die Noten schon vor den Zeugnissen, vor den Ferien abgegeben haben. Ist mir ein Rätsel, aber gut, ich war etwas genervt, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir hier halt meinen Nachmittag ein bisschen anders geplant hatte. Ich meine, gerade mit Kind ist das schwierig, wenn das heißt, 15.30 Uhr startet für mich und nach 20 Minuten bin ich fertig. Und letztendlich sitze ich da quasi bis 16:30. Also, weiß ich nicht. Wenn ich so eine feste Zeitvorgabe habe, dann finde ich, heißt das für mich nicht, dass ich mir auch den ganzen Nachmittag pauschal irgendwie da bis in den Abend hinein Zeit freischaufeln muss, für den Fall, dass es länger dauert. Ich meine, wir reden hier nicht von 5 oder 10 Minuten, das kann ja grundsätzlich immer mal sein, sondern wirklich über eine halbe Stunde Zeitverzögerung. Aber gut, hoffe ich ja, dass das morgen ein bisschen besser läuft. Morgen bin ich auch wesentlich länger in den Konferenzen als heute. Heute war echt Luxus. Und ja, ich muss jetzt noch ins elektronische Klassenbuch eintragen. Das habe ich so im Unterricht irgendwie nicht so geschafft. Ich muss noch Mitarbeitsnoten für heute fertig machen und meine Schultasche für morgen packen. Und ja, dann ist mein Tag jetzt auch vorbei. Drück mir die Daumen, dass Kind ins Bett bringen heute etwas entspannter läuft als die letzten 2 Tage. Und ja, ich sehe euch dann einfach morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch. Es ist kurz nach 17:30. Ich wollte jetzt meine Zeit hier noch ein bisschen sinnvoll nutzen. Ich muss noch meine Zeugniskonferenz vorbereiten. Da muss ich mir zumindest gleich die Notenliste ausdrucken. Ja, Zeugniskonferenz vorbereiten, ne? Also ich wollte einmal gucken, wo noch Noten fehlen, die noch nachgetragen werden müssen. Ja, und ich wollte einfach nur mal mir ein paar Notizen machen, über welche Schüler man vielleicht einmal sprechen sollte aufgrund der Leistungen. Einfach, wir haben ja nur ein Zeitfenster von 10 Minuten und das wollte ich jetzt nicht unnötig irgendwie in die Länge ziehen, und von daher, je besser ich da vorbereitet bin, umso schneller geht das. Ja, mit meinen Zehnern heute mache ich nichts Spektakuläres. Ich hatte euch, glaube ich, schon gezeigt, dass ich mit denen so eine Hörübung machen wollte über Erfindungen. Ich gehe davon aus, dass das recht lange dauern wird. Einfach, weil wir es wahrscheinlich öfters mal hören müssen. Und in der zweiten Stunde habe ich vor, sie einen Schreibtext anfertigen zu lassen. Sie sollen einen Kommentar über Technologien schreiben. Welche finden sie sinnvoll? Welche finden sie nicht so sinnvoll? Was sind mögliche Risiken oder Gefahren bei der Nutzung von Technologien bzw. von der Abhängigkeit zu Abhängigkeit von Technologien? Und was sie denken, welche Technologie, die es noch nicht gibt, besonders sinnvoll wäre. Ja, das wird, glaube ich, auch ein bisschen länger dauern.
Ich gehe davon aus, dass ich die Doppelstunde damit ganz gut vollbekomme. Die Förderschüler sollen diesen Text nicht schreiben. Ich glaube, das ist viel, viel, viel zu anspruchsvoll. Stattdessen sollen sie weiter an ihren Lesetexten arbeiten. Ich hatte den ja, als ich die mündliche Klassenarbeit vorbereitet hatte, beziehungsweise als die Schüler sich individuell vorbereitet hatten während des Unterrichts, hatte ich für die ja so ein Paket mit Lesetexten kopiert. Und ja, das sollen die dann heute machen. Und das war es dann unterrichtsmäßig auch. Ich habe dann noch eine Aufsicht in der Mensa, 15 Minuten. Und danach werde ich mich beeilen, nach Hause zu kommen. Ich habe meine erste Zeugniskonferenz, ich glaube für meine eigene Klasse auch um 2:30. Ja, ich glaube irgendwie so nach 2 irgendwas auf jeden Fall. Heute werde ich ein bisschen länger in den Konferenzen sitzen müssen als gestern. Heute habe ich ein paar mehr, aber ist nicht schlimm. Und ja, bevor ich mich dann daran setze, wollte ich hier zu Hause noch ein bisschen was weggearbeitet bekommen. Also jetzt nichts Schulisches, sondern so Haushaltskram. Und so ist mein Plan. Und ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, nicht mehr, 20 Minuten Zeit. In der Zeit werde ich meine Zeugniskonferenz vorbereiten. Und ich wollte schon mal für Freitag die Vokabeltests für die 7er und 10er fertig machen. Mein Tag ist jetzt quasi durch. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich muss nämlich gleich noch kochen und hier ein bisschen Ordnung schaffen. Ich wollte euch nur einmal kurz erzählen, wie mein Tag so war. Ich fand die Stunde mit den Zehnern sehr, sehr unterhaltsam. Also wir haben ja diese Hörübung gehabt, wo es um Erfindungen geht und seit wann es die gibt und so weiter und so fort. Und die sollten, bevor wir das gehört haben, erstmal selber einschätzen, seit wann es diese ganzen Dinge gibt. Und das war wirklich sehr, sehr lustig, weil zum Beispiel so Dinge wie Papier, haben die dann so eingeschätzt, so also 1700 irgendwas. Brille zum Beispiel war auch eine Erfindung. Und Brillen gibt es wohl auch erst seit dem 19. Jahrhundert. Und ich meinte dann auch zunächst, wie kann es denn sein, dass wir zum Beispiel aus dem Mittelalter irgendwelche Schriftstücke überliefert bekommen haben, wenn Papier erst 400 Jahre später erfunden wurde. Es war sehr lustig und ich bin immer wieder fasziniert, jetzt nicht nur bei Schülern, sondern generell, dass denen so Zeitverständnis fehlt, irgendwie wie lange es schon bestimmte Dinge gibt und weiß ich nicht, woran das liegt. Also klar, zum einen weiß man es vielleicht einfach nicht, aber bei manchen Dingen kann man sich ja auch irgendwie ein bisschen logisch denken. Naja, auf jeden Fall war das ganz lustig. Das hat auch sehr lange gedauert. Wir haben also über eine Stunde dafür gebraucht. Und dann haben sie noch angefangen, den Schreibtext anzufertigen. Sind nicht ganz fertig geworden, habe ich gesagt, ist nicht so schlimm, könnte am Freitag fertig machen. Da war auch so, waren Situationen, was heißt denn Toaster auf Englisch? Oder was heißt Tablet auf Englisch? Also so Sprachgefühl dafür, dass es halt bei uns im Deutschen sehr viele englische Begriffe gibt, die wir auch alltäglich benutzen. Das ist bei denen auch nicht so vorhanden, aber gut. War okay die Doppelstunde, wenig Unterrichtsstörungen, die haben ganz gut gearbeitet, also ich war zufrieden. Dann wollte ich eigentlich schnell nach Hause, damit ich vor meinen Zeugniskonferenzen hier zu Hause noch ein paar Sachen erledigen kann. Ich musste allerdings noch so ein paar Dinge klären als Fachvorsitz Englisch.
wir haben ja bei den Zehnern verpflichtend eine mündliche Klassenarbeit und wir haben das immer so gehandhabt vor Corona, dass wir in der Neuen zum Thema Jobinterviews auch eine mündliche Klassenarbeit gemacht haben. Einfach, dass sie das schon mal gemacht haben und bietet sich ja beim Thema Jobinterview irgendwie auch an. Und die jetzigen Kollegen, die in der Neuen unterrichten, wollten das wohl auch irgendwie machen. Und hat mich am Montag, glaube ich, schon eine Kollegin drauf angesprochen. Ich habe gesagt, du, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das nur irgendwie mir sagen, wie ihr das machen wollt, wann ihr das machen wollt und so. Und dann kläre ich das mit der Schulleitung. Das hat jetzt wohl schon ein Kollege übernommen. Der hatte mich dann heute informiert, dass wohl nur die Erweiterungskurse die mündliche Prüfung machen, die Grundkurse nicht. Dann hatte mich eine Kollegin angesprochen, die einen Grundkurs hat bei den Neunern. Die meinte, die würden das auch machen. Irgendwie, da gab es ein paar Missverständnisse in der Kommunikation. Und ich bin dann zu meinem Schulleiter gegangen, habe gefragt, ob er morgen in der dritten Stunde, wenn ich eine Freistunde habe, mal Zeit hätte, dass wir das mal irgendwie zusammen besprechen können. Einfach, weil das alles so ein bisschen chaotisch war. Viel so Zwischentür- und Angelgespräche, wie das dann halt manchmal so ist, wenn man nicht genug Zeit hat. Und der eine kriegt nur die Hälfte mit, der andere weiß von gar nichts. Also ein bisschen chaotisch alles, aber das kläre ich dann morgen. Meine Zeugniskonferenzen liefen ganz geschmeidig. Keine Zeitverzögerung, ich meine irgendwie 5 Minuten irgendwie hinterher oder so. Keine größeren technischen Probleme. Von daher, da war ich zufrieden. Aber ich finde auch in den unteren Klassen, da gibt es nicht immer so viel, was man so bei Zeugniskonferenzen zu besprechen hat. Da geht es ja letztendlich auch nur darum, einmal kurz die Noten abzusichern, dass das alles so in Ordnung ist. Bei den Neunern und Zehnern, wenn es so um Versetzung, Abschluss und so geht, das ist dann schon eine andere Geschichte. Da kann das durchaus mal ein bisschen länger dauern. Aber heute lief das alles relativ flott. So, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich muss jetzt hier noch zu Hause was erledigen. Ich sehe euch morgen früh wieder und wünsche euch einen entspannten Mittwochabend. Guten Morgen. Ja, Donnerstag, Woche fast geschafft. Gott sei Dank, ich bin todmüde. Dieser Wiedereinstieg in die Schulwoche nach den Ferien ist immer, finde ich, sehr anstrengend. Von daher, also ich bin heute wirklich total durch, werde viel Kaffee trinken müssen. Und gerade heute ist dann auch mein langer Tag, aber gut, das ist halt wie es ist und muss ich durch. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal gucken, meine PowerPoints für den heutigen Tag, was ich denn so mit meinen Schülern heute mache. Also bei den 7ern weiß ich so ungefähr, bei meinen 6ern fange ich mit einer neuen Unit an. Und dass ich die geplant habe, ist halt schon ein bisschen länger her und da muss ich auf jeden Fall gleich einmal reingucken. Also ich starte mit einer Doppelstunde bei meinen 6ern, dann habe ich eine Stunde frei, da muss ich mit meinem Schulleiter, was ich ja euch gestern schon erzählt habe, über diese mündlichen Klassenarbeiten sprechen. Ich muss gleich noch einmal in der Schule kurz checken, für welche Woche die Klassenarbeiten bei den 9ern angesetzt sind. Wir haben jetzt noch keinen neuen Stundenplan fürs zweite Halbjahr. Aber ich müsste halt gucken, dass wir da Tage raussuchen, wo wir nicht mit denen, ich meine mit Deutsch parallel in der gleichen Woche wird geschrieben, dass wir halt nicht mit den Deutschkollegen da irgendwie kollidieren. Das kann ich aber erst machen, wenn die 9-Stunden-Pläne da sind. Dann habe ich Arbeitsstunde bei den 7ern. Da hoffe ich, dass ich nebenbei so ein bisschen was weggearbeitet bekomme. Ich wollte schon mal Checklisten für meine nächsten Klassenarbeiten fertig machen. Oh, meine Haare, die gehen auch heute irgendwie einfach mal gar nicht so. Das wollte ich machen. Ich habe ja schon ein paar Anfragen für die Klassenfahrt gestellt. Ich fürchte, wir kommen mit unserem Budget nicht hin, was so die Aktivitäten angeht. Da muss ich nochmal alles genau durchrechnen. Das wollte ich nachher auch versuchen zu schaffen. Dann habe ich meine wunderbare Pausenaufsicht. Die wird heute richtig gut, denn wir haben hier Unwetterwarnung wegen starker Windböen. Und ich muss dann 30 Minuten draußen auf dem Schulhof stehen. Das wird wirklich, wirklich der Knaller. Was habe ich dann? Genau, dann habe ich meine Doppelstunde bei den 7ern. Und dann habe ich Klassenrat in meiner Klasse. Da müssen wir noch Reste wichteln machen. Die Schüler, die vor den Ferien nicht da waren, die müssen noch ihre Wichtelgeschenke bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Klassenleitungskollegin schon die neuen Corona-Tests verteilt hat. Wir geben den Schülern ja jeden Monat 5 Corona-Tests mit. Müsste ich mal gucken. Ich meine, wir hätten abgesprochen, dass sie das gestern erledigen wollte. Ansonsten müsste ich das auch noch machen. Und so habe ich eigentlich für den Klassenrat nichts speziell geplant. Mal gucken, was die Schüler noch so besprechen müssen. Und ja, dann 2 Stunden noch GL in meiner Klasse mit unserem Referendar. Ist für mich ganz entspannt. Das Einzige, was sehr anstrengend ist, ist die Lautstärke in meiner Klasse. Also ich starte heute schon so mit latenten Kopfschmerzen in den Tag. Und ich fürchte, ich gehe ja auch mit starken Kopfschmerzen wieder nach Hause. Und ja, heute muss mein Mann halt unsere Tochter abholen.
Ich habe es ja sonst meistens so gemacht, dass ich Donnerstag eine Stunde früher aus der Schule halt raus musste, weil wir ja nur diese begrenzten Kita-Öffnungszeiten haben. Und hätte ich bis 15 Uhr Unterricht, dann würde ich das nicht schaffen. Heute kann ich aber mal bis 15 Uhr bleiben, was ganz gut ist, denn ich möchte ja schließlich auch mal sehen, wie unser Referendar so die Sicherungsphase macht. Ich muss ja später auch ein Gutachten schreiben. Ja, das ist so der Plan für heute. Dann heute Nachmittag habe ich hier zu Hause ein bisschen was zu erledigen. Schon mal so aufs Wochenende vorbereiten. Ich war am Wochenende mit meiner Tochter zu meinen Eltern. Von daher habe ich da keine Zeit, was für die Schule zu machen. Und ich versuche jetzt halt so viel wie möglich vor dem Wochenende, zumindest für den Montag und den Dienstag schon mal parat zu haben. Einfach damit ich dann am Wochenende nicht irgendwie Sonntagabend, wenn wir nach Hause kommen, dann noch mich groß an den Schreibtisch setzen muss. So, ja, ich habe jetzt extremst wenig Zeit, muss noch schnell meine PowerPoints einmal durchgucken und ja, zeige ich euch auch natürlich direkt, was ich heute so an Unterricht vorhabe. Das neue Thema bei den Sechsern ist Feeling Good, also alles, was so mit gesund und gesundem Lifestyle zu tun hat. Und als Einstieg wollte ich mit denen einmal, ja, so kurz besprechen, was man denn tun kann, um ja, ein gesundes Leben zu führen. Wenn wir das gemacht haben, wir haben hier im Englischbuch so ein Quiz, wo sie quasi ja, rausfinden können, wie gesund sie denn leben. Und ja, das würde ich einmal mit denen machen und dann kann man das hier auswerten. Ich dachte mir, das ist als Einstieg so eine ganz coole Idee. Und wenn wir das gemacht haben, sollen sie eine Partnerarbeit beginnen. Und zwar sollen sie eine Liste mit gesunden und ungesunden Lebensmitteln und Getränken anfertigen und das auch direkt in die Kategorien Breakfast, Lunch, Dinner and Snack einteilen. Dann werden wir das an der Tafel sammeln. Und ja, ich weiß noch nicht, wie schnell wir dabei sind. Ich wollte jetzt auch nicht so durchhetzen, aber für den Fall, dass wir noch Zeit haben, sprechen wir noch über School Lunches. Und zwar wollen wir erstmal wissen, warum ist es denn wichtig, an der Schule ein gesundes Frühstück oder ein gesundes Mittagessen ja, dabei zu haben. Dann würden wir uns einmal im Buch hier einen Dialog anschauen von den Kindern, ja, von der Unit halt, was die so über ihr ja, Schulessen erzählen. Da können sie hier auch wieder das in Kategorien einteilen. Das würde ich vielleicht einfach mit den mündlich machen. Und ja, ob ich hier jetzt noch zu komme, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, na, so, wir würden uns den Dialog anhören, dann würden wir ihn lesen und ja, diese Mindmap über ihr eigenes Essverhalten, weiß ich nicht, ob wir dann noch dazu kommen. Aber das ist auf jeden Fall der Plan für meine Sechser für heute. Bei den Siebenern haben wir ja vorgestern, darüber gesprochen, dass die McDonald's-Familie jetzt ihr eigenes Bed and Breakfast eröffnen möchte. Ja, und dafür muss man Werbung machen. Und da wollte ich einmal als Einstieg mit denen besprechen, wie man denn so Werbung machen kann. Ich gehe davon aus, dass sie relativ schnell auf das Internet kommen. Und passend dazu haben wir hier im Buch auch die Website von dem Bed and Breakfast. Ich würde mit denen erst einmal kurz besprechen, welche Infos auf so einer Homepage denn drauf sollen. Dann würden wir uns das einmal durchlesen, kurz besprechen, was die Familie da so präsentiert. Und dazu gibt es dann noch eine Hörübung, wo eine kanadische Familie bei dem Bed & Breakfast anruft und ja, ein Zimmer buchen möchte oder mehrere Zimmer buchen möchte. Das ist so das, was ich in der ersten Stunde machen wollen würde. In der zweiten Stunde hatte ich angedacht, dass die in ihren Lesemappen arbeiten und ich würde mit denen dann die Zeugnisnoten besprechen. So, jetzt muss ich schnell meine Sachen packen und zur Schule, denn ich bin etwas spät dran. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, es ist Freitag, die erste Woche nach den Weihnachtsferien ist quasi durch und ich muss sagen, bis jetzt lief sie eigentlich entspannt. Also unterrichtstechnisch kann ich mich nicht beschweren, lief alles wunderbar. Gestern auch. Ich war gestern Abend einfach nur zu fertig, um mich noch hier vor die Kamera zu setzen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich so richtig hingesetzt habe, ohne nochmal aufstehen zu müssen und was Richtiges machen zu müssen, war, ich glaube, nach 7. Also der Donnerstag, der macht mich immer total fertig. Ich weiß nicht, es klingt vielleicht lächerlich für den einen oder anderen, die sich denken, so, ach, die stellt sich aber an, da musst du mal einen Tag in der Woche irgendwie bis 15 Uhr arbeiten. Aber ja, weil ich das halt einfach nicht gewohnt bin. Also mein Stundenplan, der ist sonst echt entspannt. Ansonsten das Späteste, was ich aus der Schule rauskomme, ist 11:15. Also bevor ich in Elternzeit war, hatte ich immer lange Tage. Das hat mir auch nichts ausgemacht. Aber
Ich weiß nicht, ob ich mich da noch irgendwie dran gewöhnen muss. Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht der neue Stundenplan, mal schauen, was der so hergibt. Aber dieser eine lange Tag in der Woche, der ist echt, ist mein Killer. Also der macht mich total platt. Aber wie gesagt, unterrichtsmäßig lief das auch gestern. Alles wunderbar. Mit den 7ern habe ich auch ihre Noten besprochen. Allerdings sind die momentan ein bisschen sehr redselig. Ich habe da so 2, 3 Ecken in der Klasse, die sehr, sehr viel quatschen. Und das stört halt einfach bei einer Gruppengröße von 31 Leuten. Und ja, ich habe gestern noch eine Sitzordnung mir für die überlegt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, die heute einzuführen. Ich müsste dafür vorher die Tische in der Klasse alle umstellen und ich habe gleich, bevor die erste Stunde anfängt, ich habe die erste Stunde bei den 7ern, vor der ersten Stunde muss ich noch ein bisschen was kopieren. Ich wollte mir hier eigentlich zwar sowas ausdrucken, aber irgendwie scheint mein Drucker zu spinnen. Ich habe so an der Seite, ist die Farbe dann halt immer so verblasst und ja, dementsprechend muss ich das dann alles in der Schule ausdrucken. Ich muss noch die Vokabeltests für die 7er und 10er heute kopieren. Mit den 7ern wollte ich heute Grammatik machen. Das ist dieses Mal ausnahmsweise, finde ich, recht einfach. Wir machen die Reflexivpronomen. Ich hatte denen gestern für die Arbeitsstunde eine Aufgabe dazu gegeben, dass sie das mal probieren sollten, obwohl wir das noch gar nicht richtig ja, besprochen hatten. Und da wollte ich nochmal gucken, in diesem Ordner von Cornelsen mit so Zusatzaufgaben, ob ich da noch ein Arbeitsblatt zu finde, weil das Buch gibt dazu ein bisschen wenig her und ich finde, so ein paar Aufgaben sollten sie schon vor der Arbeit gemacht haben, auch wenn es ja eher eine einfache Grammatik ist. Ansonsten, ja, ich muss die eine Lesemappe hat mir eine Siebtklässlerin mitgegeben, da würden wohl Texte bei ihr fehlen, die muss ich gleich noch einpacken und dann muss ich in der Schule einmal meinen Ordner durchgehen und gucken, wo ich die Texte habe und die für sie nachkopieren. Also ich habe jetzt schon noch ein bisschen was zu erledigen heute. Heute Nachmittag werde ich auch, was heißt heute Nachmittag, eher heute Abend, werde ich auch noch ein bisschen am Schreibtisch sitzen müssen. Da muss ich mir nochmal eine To-Do-Liste für erstellen, weil ich weiß gerade gar nicht, ich habe das Gefühl, es ist so viel, was ich jetzt bis nächsten Montag irgendwie noch erledigt haben muss. Habe aber irgendwie nur die Hälfte davon, ja, gerade im Kopf. Also ich weiß, dass ich ein paar E-Mails schreiben muss und ja, also mal abgesehen von Unterrichtsplanung und sowas. Ich habe halt dieses Wochenende keine Zeit zu arbeiten, weil ich meine Eltern besuche, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Von daher bin ich bis Sonntagabend nicht zu Hause und ich glaube nicht, dass ich Sonntagabend nach so einem Wochenende dann noch groß Zeit bzw. auch Lust und Energie habe, mich an den Schreibtisch zu setzen. Ja, mein Müdigkeitszustand, der wurde gestern, und jetzt muss ich echt sagen, da war ich echt ein bisschen baff, der wurde erst so zur 7., 8. Stunde hin besser. Also ich war den ganzen Tag todmüde, ich bin fast in meinem eigenen Unterricht eingeschlafen. Also das war gestern wirklich ganz, ganz fies. Heute ist ein bisschen besser. Mal gucken, ich hoffe, ich komme ganz gut durch den Tag. Ich habe ja heute nur 4 Stunden, von daher wird das schon, glaube ich, recht geschmeidig. Ich bin ein bisschen im Zeitverzug. Eigentlich wollte ich jetzt hier noch so 2, 3 Sachen erledigen, schaffe ich aber nicht mehr. Meine Tochter, die schläft ja momentan nicht so ideal. Und jetzt ist sie um, wie spät war es? Ich glaube, 4:30 ist sie schreiend wach geworden. Und mein Mann, habe ich mir gedacht, komm, ich bin eh wach, dann soll der weiter schlafen. Dann bin ich halt hoch zu ihr. Und ja, musste sie ein bisschen beruhigen und dadurch sind mir auch so ein paar Minuten flöten gegangen, die mir jetzt halt fehlen, aber ist nicht so schlimm, ich kriege das alles in der Schule schon irgendwie jetzt hin. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start in den letzten Tag der Woche und ich melde mich auf jeden Fall, versprochen, heute Nachmittag bzw. heute Abend nochmal bei euch. So, das ist jetzt meine To-Do-Liste, die ich mir jetzt geschrieben habe. Ich versuche so viel wie möglich heute noch abzuarbeiten. Also die beiden E-Mails, die kriege ich hier bestimmt noch irgendwie hin. Ich muss einmal eine Eltern-E-Mail verschicken. Und für den Termin für die mündliche Klassenarbeit bei den 9ern. Wir haben jetzt den 9-Stunden-Plan bekommen, von daher kann ich das schon mal machen. Ich muss auf jeden Fall den Unterricht zumindest für Montag planen, weil ich ja das ganze Wochenende unterwegs bin. Dienstag ist jetzt etwas optimistisch. Die Texte der 7er wollte ich korrigieren. Die Texte von den 10ern, da tendiere ich dazu, die mir zu meinen Eltern mitzunehmen. Es sind ja nicht so viele und vielleicht habe ich da mal zwischendurch eine halbe Stunde Zeit, um ja, die fertig zu machen und auf jeden Fall den Vokabeltest für die 6er, weil wir den am Montag schreiben. Und ja, würde ich sagen, ich fange jetzt mal an damit. We'll be right back.
dreiviertel Stunde später. Und ich habe so ziemlich alles geschafft. Ich habe für Montag zumindest den Unterricht. Dienstag, ja, muss ich mal gucken. Das mache ich dann vielleicht am Montag. Da habe ich jetzt auch einfach irgendwie keine Lust und auch keine Energie mehr zu. Die Texte von den Sechsern habe ich angefangen. Die brauche ich jetzt nicht zwangsläufig zu Montag fertig haben. Von daher, ja, das Wichtigste für Montag habe ich jetzt fertig. Und ja, bin ganz zufrieden damit. So, es ist jetzt 6:30. Ich habe soweit alles Schulmäßige erledigt. Und ja, werde mich jetzt in meinen Feierabend begeben. Wir haben jetzt, wie ich gerade schon erwähnt habe, neue Stundenpläne bekommen. Meiner ist nicht ganz so toll. Ich habe jetzt meinen Luxusmontag mit meinen 2 Stunden. Der ist jetzt flöten. Ich habe immer noch die 2 Stunden Unterricht, aber ich habe dann, ich glaube, 4 freie Stunden. Und dann habe ich noch eine, ich glaube, Klassenratstunde bei mir. Die Doppelstunde bei den 7ern ist jetzt aufgebrochen auf 2 Einzelstunden. Das persönlich finde ich ganz gut. Und ich habe halt Donnerstag jetzt nicht mehr bis 15 Uhr, sondern nur bis 13.30 Uhr. Aber wie gesagt, meine kurzen Tage, die sind jetzt weg. Das ist doof. Ich habe jetzt mittwochs statt 2 4 Stunden. Und wie gesagt, der Montag, da habe ich halt viele Freistunden. Da muss ich jetzt so ein bisschen hier meinen Alltag zu Hause umstrukturieren. Aber es ist schon mal gut, dass mein Kollege das so hingedeichselt hat, dass ich nicht mehr dieses, diesen Zeitdruck habe mit, ich bin bis 15 Uhr eingeplant, kann aber nicht so lange in der Schule bleiben, weil ich meine Tochter aus der Kita holen muss. Das ist schon mal ganz gut. Und dann nehme ich halt auch einfach in Kauf, dass ich jetzt so einen Tag dazwischen habe, wo ich sehr, sehr viele Freistunden habe. Allerdings werde ich diesen Tag wirklich nutzen, um meinen ganzen Schulkram für die Woche zu erledigen. Alles, was ich kopieren muss, alles, was ich vorbereiten muss. Wenn ich Korrekturen habe, werde ich das da versuchen reinzulegen. Und ich glaube, das ist dann eine ganz gute Lösung, dass ich dann halt zumindest zu Hause nicht mehr so viel machen muss. Ja, wie gesagt, dieses Wochenende verbringe ich mit meiner Tochter bei meinen Eltern. Und ja, werde versuchen, mich ein bisschen zu erholen, ein bisschen Schlaf irgendwie versuchen nachzuholen. Schauen wir mal, ob meine Tochter mich lässt. Und ja, ansonsten muss ich sagen, es war eine sehr entspannte Woche. So unterrichtsmäßig, das lief alles gut. Keine größeren Katastrophen. In meiner Klasse lief das soweit ganz gut. Die Schüler waren jetzt nicht irgendwie groß verhaltenskreativ und anstrengend. Allerdings, diese erste Woche nach Ferien, die ist generell einfach, finde ich, für mich immer so ein bisschen... ja, herausfordernd, um wieder so in den Rhythmus reinzukommen, muss man sich erst wieder dran gewöhnen, dass früh aufstehen und ich kann halt nicht mehr so in den Tag hineinleben und so machen, wie ich möchte, sondern ich muss jetzt wieder mich ans Arbeiten gewöhnen. Das fällt den Schülern natürlich in der ersten Woche auch immer sehr schwer, aber ich habe da auch immer so ein bisschen mit zu kämpfen. Ja, ich hoffe, eure erste, wenn es denn eure erste Schulwoche nach den Ferien war, war entspannt und erfolgreich für euch. Und ja, würde ich vorschlagen, genießt euer Wochenende. Und ich sehe euch nächste Woche. Macht's gut!